Einen wunderschönen guten Tag, Nalu. Ich grüße euch alle herzlich wieder zur nächsten Folge von Strategy Command World War One gegen den Battlemeister. Schaut bei ihm rein, lohnt sich. Bei mir natürlich auch. Jetzt hau ich mal wieder mal so was zwischendrin wieder raus. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, könnt ihr auch gerne mal ein Abo dalassen. Ist der Klassiker. Ich sehe das ja immer an den Zahlen. Aber ich habe das schon ein, zwei Mal erwähnt für die, die es schon wissen. Und für die, die es nicht wissen, ja, wäre ganz nett. Wer hilft? Auf jeden Fall andere auf den Kanal aufmerksam zu machen, ein bisschen Reichweite und so weiter und so fort. Weil macht ja irgendwie auch dann Spaß. Ich kann es halt schwierig beschreiben für Leute, die nicht mal selber das ausprobiert haben. Könnt ihr auch selber ausprobieren. Das war nicht schlimm. Verdammter Mist. Aber jetzt kommen wir da rein. So nicht schlimm. Okay. Rückzug der Russen immer noch. Okay. Jetzt hat er gesehen, dass Minsk leer ist. Ne? Das ist natürlich doof. Der muss... Ja, der hat französische Truppen rangebracht. Ich wusste es. Ich wusste es. Okay, das ist auf der Dingensgrenze. Ja. Ah, Nancy ist jetzt wieder raus. Obwohl. Nossi hat überlebt. Die Helden von Nossi. Okay, wir müssten eigentlich bei Ägypten mit einer Flotte irgendwie hin oder ein paar Schiffen. Aber ich glaube, wir haben einfach hier nichts mehr. Ne? Kavalleriekorps zerstört. Einsatz. Okay, Abteilung. Nachschubmangel. Lehnen sich gegen französische Herrschaft auf. Nochmal. 14 MPP vernichtet. Das ist eigentlich ganz schön. So. Das hat er sich nicht geholt. Okay. Weil ich jetzt hier eh nur angreifen kann und dann sterbe. Werden wir da gleich mal was machen. Ja. Obwohl, ich kann das eigentlich gar nicht... Nee, ich kann das eigentlich gar nicht supporten, ne? Den kann ich nicht tauschen. Hier könnte ich tauschen. Also das sind auf jeden Fall die Helden von Nancy. Ja. Also die müssen auszeichnen. Also, Das ist das zweite Korps. Helden von Nancy. So. Irgendwann jeweils die Helden. So. Die Helden von Nancy dürfen sich zurückziehen. Sind nicht viele übrig geblieben von den Helden, aber zumindest ein paar. Ja, Verdun anzugreifen wäre auch mega gewesen. Ich würde den ja fast da rausziehen. Müssen wir jetzt gleich mal gucken. Da anzugreifen, ne? Dann können wir. Hier könnten wir tauschen. Aber da haben wir einen Sechser da, das ist nicht viel. Ne? Ich könnte hier hin, dann. Ah, okay, das können wir machen. Ich probiere mal, was passiert. Zwei, zwei, null. Okay, zwei, zwei. Nehmen wir mit. 2, 3. Zwei, zwei. Ach, das gibt's doch gar nicht. Ich habe schon wieder das hier vergessen, ne? Okay, 7. Du musst auf jeden Fall unterstellt werden.
Moment, Moment, Moment. Freistellen. Ah, ich kann hier nicht unterstellen. Nein! Okay, da muss ein anderer hin. Da muss er hin. Aber dafür muss dann er getauscht werden. Okay. Also du darfst definitiv jetzt meine Steps wegmachen. Bevor ich jetzt gucke, nee, du bist ihm unterstellt, bitte, weil du bist der stärkere Gen. Okay. Soll ich mal einfach gucken? Aber ich komme da einfach nicht rein, ne? Ja. Okay. So, der ist ein Problem. Der kommt nach vorne. Wir haben gesagt, du musst dahin. Genau. Aber du bist halt bei ihm, das ist nicht schlimm. Ich brauche hier eigentlich fast noch einen General, ne? Fast noch einen General. Ich müsste ihn ein Stück zurücksetzen, glaube ich. Aber ich habe Angst, wenn er stirbt, ne, dass das ein Problem gibt. So. Du auf jeden Fall. Du auf jeden Fall. Mach mal so. Das Epinal, da freigemacht wurde, ist geil, aber dass wir nicht reingekommen sind, ist halt Trash, ne? So, also du machst einfach gar nichts. Du. Also entweder versuche ich dich aufzufrischen und du stirbst, oder ich versuche nochmal wegzulaufen. Wenn ich nach Florenz gehe, kann ich mich noch mal eingraben. Okay. Der Dingens ist da echt böse. Also du müsstest einfach aufgefrischt werden. Du müsstest einfach aufgefrischt werden. Du musstest aufgefrischt werden. Die Art, die hätte ich gerne auch mal ein bisschen besser. Ja, ich muss einfach mich wieder zurück. So, das war einfach nur Scheiße von mir. Ja, okay. Ich könnte mir vorstellen, dass ich das hier freigeben könnte, aber. Da brauche ich aber wieder 4 Punkte. 4 Punkte. Das passt mir nicht. Alles klar. Das lassen wir so. Das lassen wir hier auch so, weil hier können wir nicht vorrücken. Wir hätten hier eine Truppe zur Verfügung. Haben die was ausgezeichnet? Nee. Geh mal nach da, du gehst nach hier. Das ist okay. Jetzt gucken wir mal weiter. Also jetzt geht es hier nach links, ne? Das hier habe ich schon wieder vorgezogen. Eigentlich das, was ich gar nicht wollte. Wir müssen eigentlich die Österreicher, die restlichen Verbände da haben, damit die was machen können. So, du gehst jetzt mal bitte nach hier. Der stirbt von selbst.
Du bist auf jeden Fall unterstellt. Ich weiß, dafür kriege ich einen guten Hit, aber das ist mir egal. Aha. Weiß gerade nicht, weil ich jetzt hier nicht genügend Verbände habe, ob ich hier weiter vorrücken sollte. Ich habe hier vier gebunden. Und eigentlich reicht mir das ja, ne? Okay, zwei Cores, eine Ka. Ja, das reicht mir eigentlich. Besonders hier habe ich jetzt eigentlich auch schon mal kein irgendwas. Also das ist. Einer von denen muss gleich nach hier. Das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Das ist nicht gut. So, du gehst mal auf jeden Fall zurück. Und euch lassen wir jetzt mal kurz was vorrücken. Ey, wisst ihr was? Ich glaube, die Österreicher kann ich schon vorher verwenden. Ich glaube, ich kann einen Teil der österreichischen Truppen vorher verwenden. Ach so, zwei, ja, verstehe. Du gehst mal nach da, du gehst mal nach da. Die gehen mal nach da. Die gehen nach da. Wie sieht's mit der Nachschubsversorgung aus? Jetzt nicht ganz so geil, ne? Wobei die Thermopylen jetzt gleich hier ein bisschen Nachschub reinschieben werden. Aber ich habe hier einen Trupp. Den können wir definitiv da unten hinsetzen. Ich überlege gerade, diese Linie hier kaputt zu machen, nochmal nach Odessa zu laufen oder sowas. Kiew verteidigt der Hardcore jetzt. Ich glaube nicht, dass ich Kiew unbedingt brauche. Ich könnte Riga könnte reichen. Oder hier. Langsam werden das ein bisschen weniger Verbände, fällt mir auch auf. Aber dadurch, dass jetzt der Franzose und der Italiener hier ist. Okay, sorry für das ein bisschen rascheln. Ich muss mal auf dieses Kabel achten. Ziehen wir schon mal zurück. Okay. Den Verband nehmen wir trotzdem auch mal runter. Hier hin. Okay, keiner braucht Nachschub. Sehr schön. Jetzt haben wir die deutsche Armee auf, ne? Das ist auch irgendwie nicht so ganz optimal. Du brauchst Lebenspunkte, du brauchst Lebenspunkte. Was hat er da? Ein U-Boot und zwei Dingens. Ja, das ist nicht kein Problem. Das U-Boot ist mir egal, das könnte ich ignorieren. Theoretisch.
Oh. Sehr schön. Sehr schön. Ja, da sind wir doch schon ganz schön geil da durchgekommen, ne? Also nicht verkehrt. Okay, dann müssten wir mal. Wir machen jetzt genau das andersrum. Zerstörer. Wir dürfen nicht so nah an der Jiran vorbei. Müssen aufpassen. Der hat hier zwei Häfen. Das U-Boot müssen wir mitnehmen, auf jeden Fall. Also der kann ein Schiff retten. Ein Schiff. Oh, ich bin meine eigene Mine gefahren. Oh, ich bin meine eigene Mine gefahren. Ist scheiße, aber. Nee, das funktioniert nicht. Du bist zu langsam. Du bist zu langsam. Das ist natürlich ein gefährlicher Move mit von dem hier. Der leichte Kreuzer, den können wir auf jeden Fall mal mitnehmen. Weil wenn der sinkt, das ist nicht schlimm, das ist kein Verlust in dem Sinne. Du gehst mal nach da. Ach komm, weißt du was? Fahr mal nach da, ist okay. Wir versuchen jetzt mal so viele Schiffe wie möglich dahin zu bringen. Der kommt hier immer näher. Kann er gerne tun, ist mir egal. Die Punkte gebe ich aus. Wir könnten auch mal dran denken. Aber andererseits, wir verbrauchen so viele Technologiepunkte gerade eigentlich für andere Sachen. 50 Punkte haben wir übrig, ja, Logistik. Was kostet denn die U-Boot-Entwicklung? U-Boot-Jagd. 50 Punkte. Weil wir haben 1, 2, 3, 4, 5. 5 U-Boote beim Deutschen. Das wäre nicht verkehrt, ne? Und wir sind hier schon auf Stufe 3. Das bedeutet, unsere Artillerie hat 8 Geschosse, die er verwenden kann. In der Theorie. Wir könnten ihn nach da bringen. Ah, wenn er hier reingeht, der kriegt 4 Angriffe ab, eventuell. Das ist böse, wobei der wird noch sie holen. Das ist schon relativ safe. Aber dann könnte ich sogar ihn hier hitten damit, ne? Es ist natürlich ein Risiko, wenn man die tauschen. Aber andererseits kriege ich auf jeden Fall. Ja, genau. Ich kriege Epinal dann so wieder. Nächste Runde. Das sollte dann passen. Okay. Du gehst mal dahin. Der ist halt ein Problem, der hier. Die Sau. Okay. Schlachtkreuzer, Panzerkreuzer. Panzerkreuzer hat eine Verteidigung von 2 und einen Angriff von 3. Der hat. Oh. So. Hm.
Toll, das war's auch schon. Ja, dann bleibst du mal da stehen. Ah, du bist nicht da. Den wollen wir jagen. Genau. Wir könnten Einheit holen. Hier eine Landung wäre böse, aber es sind hier eigentlich keine nationalen Moralziele, darum ist es eigentlich wurscht. Ich mach mal, aber das ist eigentlich Kappes. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das nächste nationale Moralziel für ihn ist eigentlich wirklich Riga. Mit Riga könnten wir ihn down bekommen. Gut, dann zieh dich mal da zurück. Zieh du dich da nach vorne. Ein Stück zurück. Da kommen die Türken schon wieder mit ihrer Kavallerie. okay. Nö, da kann man nicht stehen bleiben. Also die Position gefällt mir noch. Ah, drei. Ja, kann man lassen. Jetzt können wir mal hier gucken. Ne? Wir können hier ein Zweier. Oder wir reinforcen. Ich glaube, reinforcen ist fast die bessere Option. Du musst das schützen, ne? Du könntest du eigentlich nach da. Du könntest nicht nach da. Geil. Dann gehst du eine Runde nach da. Dann gehst du nach da. Ja, ist okay, ist okay. Du gehst eine Runde nach da. Machen wir hier so ein bisschen Ringelreiten. Ah, kannst nach da. Eine Runde. So, eins. Wir machen gerne die. Wieso hat er zwei Bodenverschanzungen pro Runde? Der zwei Bodendeckung, die da bleiben. Verstehe ich nicht. Also Bassara müssen wir holen für den Türken. Alles für Bassara. Okay. Ich überlege ganz ernsthaft, nächste Runde Pristina zu holen. Wobei der hier, der hat die geschwächt, ne? Also das ist eigentlich gar nicht verkehrt. Wenn wir nicht holen, wo nicht, kriege ich nächste Runde nicht. Ich könnte entweder hier, hier, hier. Pristina ist eigentlich eine gute Option. Weil es auch ein nationales Moralziel schwächt deren Stärke. Dann könnte man aber auch argumentieren, dann könnten wir Ketnijie holen. Ist eigentlich auch nicht verkehrt, ne? Brauchen wir nur Truppen. Brauchen nur mal eben Truppen. Okay, du kriegst auf jeden Fall hier noch mal eine Truppe hin. Ich glaube, hier an der Ostfront können wir noch was gebrauchen. Hierfür das Luftschiff. Das nehmen wir für hier. Und was kriegen wir eigentlich für Einheiten noch? Wir kriegen eine gezogene Art. Ja, das sind so. So, die Schiffe sind so Klecker-Dinger, ja. Okay. Forschung. Also, du bist forschungstechnisch fast am Ende, außer dass wir sagen, dass wir die U-Boot-Entwicklung vielleicht vorantreiben sollten. Jede Stufe erhöht die Angriffswerte gegen Seeeinheiten und Flugzeugträgern. Wird eine Chance. Ja, guck mal, nehmen wir doch. Finde ich gut. Du bist noch am Tacken, da können wir nichts machen. Du. Das haben wir, das haben wir. Grabenkriegsführung könnte man eins nochmal investieren. Oder wollen wir auch auf Arti gehen? Was kostet Artillerie?
Entschanzung ein. Okay. Wie viel kann der Türke holen? Drei Arti. Oder könnte man eigentlich auf den Deutschen sparen, ne? Weil jetzt haben wir eigentlich noch Punkte übrig, die wir nicht brauchen. Er hier braucht definitiv was. Ein Chor. Dass wir noch eine neue Artillerie holen. Der Gedanke gefällt mir eigentlich sehr gut. Je mehr wir in zweiter Reihe Artillerie haben, umso besser. Besonders, da tendenziell das hier bald jetzt auch nicht so weit weg ist. Ja, sparen wir beim Deutschen auf jeden Fall. Und bei dir, ich weiß nicht, will ich Arti haben? Will ich die Verlegentum auch nicht so viel, ne? Weil da muss ja erstmal diese 50 oder 100 Punkte, die wir rein investieren, erstmal wieder rausbekommen. Das sind 10%. Ich würde fast auf den Grabenkrieg gehen und dann dieses Kornmehl holen. Andererseits, ich muss das jetzt ja erstmal reinforcen. Moment. Zack. Habe ich vergessen. Jetzt hat er 130. Jetzt kann ich nur noch das oder das machen. Infanteriekriegsführung ist auch gar nicht verkehrt. Ne? Wenn wir sagen, wir gehen viel, viel krass, oder was heißt krass, wir gehen sehr auf Art Infanterie. Besonders in der Verteidigung sind die dann eigentlich gar nicht verkehrt. Ne? Verschanzung 1. Der Brite hat gar nicht die Verschanzung getaggt. Okay. Der kommt deswegen gar nicht hier durch. Ja, gut, hervorragend. Dann braucht man eigentlich gar nicht da mehr so krass drauf gehen. Ist okay. Gehen wir auf die Infanteriekriegsführung. Sehr gut. Theoretisch könnte man beim Österreich auch mal hier was wieder vergeben. Weißt du was? Wir holen uns jetzt hier dieses. Das ist, glaube ich, das Schlachtschiff ist das stärkste Schiff, ne? Oder? Gucken wir mal. Da. Schlachtschiff 666. 444. 333. Du hast einen Schlachtkreuzer. 666. Leichter Kreuzer? Schlachtkreuzer kann ich gar nicht mehr nachbauen. Ach, weil das das deutsche Schiff ist. Der Schlachtkreuzer ist ja mal mega. Der darf auf keinen Fall sterben, der hier. Okay, verstehe. CC. Müsste man eigentlich mal hier im Auge behalten. Da. Ich überlege echt, den hier abzugraden. Andererseits, komm, wir geben mal der Artillerie ein bisschen was, damit die eventuell doch mal den einen oder anderen Hit besser landet. Die hatten nicht viel Erfahrung. Die Jungs haben alle fast nicht viel Erfahrung, die sterben halt einfach immer. Das ist halt leider Erster Weltkrieg. Gucken gerne mal in Berichte rein. Hauptsache, der Russe hat mehr Verluste eigentlich, aber der kriegt riesige Konvoi-Einnahmen. Okay. Das ist ja nicht schlimm für mich. Weil alles, was der jetzt gerade in den Russen reinschustert, ist für mich ganz geil. Weil er das in Reinforcement steckt. Ah, der macht jetzt gerade wenig Verluste, weil wir hier nicht so richtig vorankommen. Der zieht sich halt gut zurück und wartet auf seine Gelegenheit. Wir kriegen gleich das. Petrograd. Das wäre auch so lustig, ne? Hier so eine Einheit lang schon von. Das Problem ist einfach nur, dass die Bewegungsreichweite ist einfach viel zu gering, ne? Das ist halt. Ist nicht wert. 35. Aber das wird uns jetzt einen Boni bringen für den Österreich, vielleicht auch für Deutschland.
Und das ist ein Grind jetzt. Wenn wir die zwei vernichten, haben wir auch wieder was vielleicht geschafft oder einen davon vernichten. 15.000. Wir haben zwei Drittel vernichtet von ihm, von seiner Moral. Also ich glaube, dass der das jetzt verzögert, das ist schon ganz gut, der Rückzug von ihm und nicht weiter kämpfen. Okay. Die italienische Moral hat nicht unter dem Verlust von Bologna gelitten. Obwohl, nee, die ist wieder hochgetriggert. Ich fasse es nicht. Padua. Hey, ich habe die noch gar nicht bewegt, ne? Aber ich glaube, ich bewege die mal weg. Ich will mal wissen, was passiert. Dann bewegen wir nach da, dann schiebe ich die nach hier. Ich versuche dann hier so eine Kleinigkeit. Mal gucken, ob es funktioniert oder nicht. Wir werden sehen. Sonst kann er ja hier reinrücken, versuchen. Ein Punkt hilft mir nicht. Sollte passen. Jetzt könnt ihr schon abschalten, falls ihr das nicht mehr sehen wollt, aber ich will mal ganz kurz noch ihr was checken. Verluste. Also wir haben ein Viertel der Verluste liegen auf unserer Seite und der Rest bei ihnen, denen. Hätte ich jetzt eigentlich nicht mitgerechnet. 12. 23. Selbst der Russe alleine hat ja schon mehr Verluste, aber der Franzose hat so viele. 16, der hat 16 Divisionen verloren? Wovon denn? Ach nee, das sind Schiffe, ne? Oder neun Korps. Ah, die Korps wollte ich gerade sagen. Hat er gar nicht so viel verloren. Der hat aber unglaublich viel Flotte verloren. Ja, die Panzerkreuzer waren nicht schlecht. Aber Linienschiffe habe ich halt nur verloren und nicht er. Das ist natürlich aber ein Schlachtschiff dafür. 9, 5 Seeminen, da sind 7 Seeminen reingefahren. Beziehungsweise 6, ich bin ja als selber in eine reingefahren. Oh, das haben wir diese Runde eigentlich gar nicht verkehrt gemacht, wenn ich das Verhältnis hier zu damals gegen Herzog, dass wir die Seeminen eigentlich gar nicht mal so das Problem hatten. Hier haben wir auf jeden Fall noch zwei Schiffe, ne? Egal, ich denke mal drüber nach, allgemein, wie ich jetzt hier weiter hantieren soll, weil das hier, das wird schwierig. Da brauchen wir auf jeden Fall Verstärkungen. Russland müssen wir irgendwie ein bisschen weiter vorankommen. Ist eigentlich diese Festung als nächstes gar nicht verkehrt, aber dafür brauche ich halt ihn hier. Da muss man ihn wegboxen, dann da rein. Wie wir das jetzt machen, weiß ich noch nicht. Das ist auf jeden Fall. Vielleicht pushen wir jetzt auch einfach hier mit den restlichen Verbänden, also dass der Österreicher doch nicht sich abzieht mit den hier ab, dass wir mit denen hier da durchkommen. Aber das ist dann halt ein reiner Grind. Da hätten wir eigentlich nur die Möglichkeit auf Kiew oder hier unten hin. Aber wir sind theoretisch noch nicht mal so weit von Moskau weg. Ey, krass. Aber Smolensk kriegen wir nicht. Das ist Quatsch. Und sonst die nächsten nationalen Moralziele, das ist halt sehr weit. Jetzt sehr weit das russische Gebiet, okay. Wir verfügen über Marineeinheiten, welche die Handelsschiffe und Versorgungsgüter ins Vereinigte Königreich bringen, effektiver senken könnten. Wenn wir nur noch Handelsschiffe angreifen würden, was durch internationales Recht eigentlich untersagt ist, was er bei mir jetzt schon fast tut. Wir könnten es unseren Marinebefehlshabern gestatten, eine Kampagne des uneingeschränkten Seekriegs gegen die Schifffahrt vor der Küste des Vereinigten, bla bla bla. Solch ein Schritt würde die Öffentlichkeit der USA sicherlich bestürzen, da neutrale Schiffe zwangsläufig versenkt werden würden. Aber wenn wir genügend Schiffe einsetzen, könnten wir womöglich durchaus spektakuläre Ergebnisse erzielen. Möchten Sie den Staat. Sollte dies dann dazu führen, dass die Hilfen zusammenbrechen, hätte es massive Auswirkungen auf die Fähigkeit und Entschlossenheit des Vereinigten Königreichs. Ja, mach mal. Die USA schockiert und empört über die Versenkung der Louisiana.
Produktionstechnologie, Industrietechnologie super für den Österreicher. Wobei das nicht viele Punkte sind. Also Schweden, das tut weh. Das tut wirklich weh, dass wir die 30 Punkte nicht reinkriegen. Weil jede Runde, das sind jetzt fast 90 Punkte gewesen, ne? Das kostet. Das kostet auf uns auf jeden Fall. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.